Also wir haben hier eine Honda Win 100, sogar einen Öhlins Lenkungsdämpfer. Und dann haben wir noch einen schicken Leo Winz. Aha. So, ich muss jetzt natürlich noch das Motorrad ein bisschen vorstellen, was ich mir hier gekauft habe. Also wir haben hier eine Honda Win 100. Das dürfte eigentlich so insgesamt ein chinesischer Nachbau sein. Aber laut Vorbesitzer sei der Motor original Japan Honda. Ja, das kann ich jetzt auch nicht wirklich überprüfen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich da hinschauen sollte. Aber gut, also das ist ein chinesischer Nachbau. Deshalb natürlich nicht ganz so die Qualität und so zuverlässig wie jetzt original Honda. Aber gut. Ja, und sonst, ja, der hat da einiges an dem Bike noch rumgebastelt oder getuned. Er hat hier zwei zusätzliche Scheinwerfer drauf. Ja, er hat selber noch eine GoPro-Halterung dran gebaut. Hier ist auch noch irgendeine Halterung, vielleicht für Handy auch irgendwas. Ja, sogar einen Öhlins Lenkungsdämpfer. Da fragt man sich natürlich, wozu braucht man das bei diesem Motorrad? Aber gut, ich habe nicht mal bei meinem Motorrad einen dran. Ja, und dann haben wir noch einen schicken Leo Winz. Oder Leo Vince. Wie sagt man da eigentlich? Egal. Genau, schön kurz natürlich. Hat echt einen schönen Sound. Und mit dem Vergaser gibt es auch einige schöne Fehlzündungen. Ja, und sonst, ja, Stereo, Federbein, dann haben wir Trommelbremsen vorne und hinten, hinten Trommel, vorne Trommel, wir haben noch einen Kickstarter, aber sie hat auch Elektrostarter, schon praktisch. Und sonst, ja gut, der hat hier so komische Mini-Blinker hingebaut. Die sind voll für den Arsch, weil die eigentlich nur hier vorne rausblinken. Also hier. Und das sieht niemand. Die sieht einfach niemand, wenn man blinkt. Aber der Blinker funktioniert auch nicht ganz so gut. Also nach links geht's gut. Nach rechts, da muss man eine richtige Position finden, damit er dann funktioniert. Irgendwo so mittendrin funktioniert er dann. Ist ein bisschen doof, aber naja. Passt schon, passt schon. Genau, wir haben jetzt einen neuen Vorderreifen. Der kostet, glaube ich, 10 Euro oder so ein Reifen. Also, weniger als bei uns ein Fahrradreifen. Dann haben wir Ölwechsel gemacht. Ich hoffe, das ist dicht. Ja, ja, ja. Bisher schon. Sonst kriegen wir das ganze Öl aufs Hinterrad. Nicht so toll. Genau, dann hat er noch gemacht, ja, Kette gespannt und geschmiert. Da bräuchte ich jetzt vielleicht eine Blade. Sonst machen wir die Finger dreckig. Ja, dürfte passen. So ein kleines Bike. Ja, dann Zündkerzenstecker hat er gemacht. Wunderbar. Der ist mir ja mitten in Ho Chi Minh City ist mir abgeflogen und dann gar nichts mehr gegangen. Ja, sonst wir haben eine schöne Lenkradsperre. Immerhin. Einzylinder, Viertakter, um die 9 PS sollen die haben und Topspeed 90 km/h, sowas um den Dreh. Ja, aber sonst, ja, es passt soweit. Ich werde vielleicht noch ein bisschen die Luft ein bisschen aufpumpen. Ich glaube, hinten war nicht mehr so viel drin. Ja, und sonst passt es eigentlich. Man muss das Ding nicht zulassen, man kauft es einfach, bekommt eine blaue Karte mit. Auf der blauen Karte steht dann die Rahmennummer und Nummer vom Motor. Und wenn man die hat, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Also die sollte man auf jeden Fall haben. Dann sollte es keine Probleme geben. Weil die Karte passt auch zum Kennzeichen, glaube ich. Also passt alles zusammen. Ja, gekauft habe ich sie, glaube ich, mit 6411 Kilometern, wenn ich mich nicht irre. Jetzt hat sie 6648.
Bin also schon über 200 gefahren. Ja, dann schauen wir mal, wie viel da noch drauf kommt und wie gut sie die Reise mitmacht. Genau, man hat ja hier, also hier die Schaltung. Ganz oben ist der Leerlauf und dann erster Gang runter, zweiter runter, dritter runter, vierter runter. Und dann, wenn man zurückschalten will, einfach wieder hochziehen oder einfach hinten drauf treten. Aber ich bin es so gewohnt da vorne, dass ich eigentlich fast nur vorne mache. Ich hoffe, ich hatte jetzt nicht die Finger die ganze Zeit im Bild. Leider schon. Weil ich die GoPro so komisch halte. Ja, das war's eigentlich. Ich habe hier mein Schloss dabei, falls ich den Helm mal beim Motorrad lasse. Also ein Integralhelm wird doch gerne gestohlen. Da habe ich hier den kleinen, ja, ist der eine Kartenfach für den Tank. Ist praktisch, da kann man das Handy dann reintun und Google Maps anmachen und rumfahren. So mit Karte ist es ein bisschen schwieriger zu fahren, weil es schwer ist, hier die Straßenschilder zu lesen. Weil es sind überall in der Stadt, sind überall Schilder, Werbeschilder und also da, ja, ist ein bisschen schwierig. Dann, so in der Stadt fahre ich dann oft mit Google Maps. Ich habe eine SIM-Karte gekauft. Somit ist das auch kein Problem. Da kostet eine 30 Tage SIM-Karte, so prepaid, mit ungefähr 50 Freiminuten zum Telefonieren und jeden Tag 2 GB Datenvolumen. Kostet hier so 15 Euro oder sowas. Ja, kann man nicht meckern. Oder kostet sogar weniger. Ne, die kostet sogar weniger, glaube ich. So 10 Euro oder so, ja. Genau. Das war's dann erstmal. Ich hoffe, sie hält noch gut durch. So, wir wollten ja noch eine kleine Soundprobe machen. Jetzt sind wir auch hier vollkommen außerhalb von irgendwelchen Wohngebieten. Es gibt höchstens ein paar Tiere, die wir stören. Hier sind jetzt gerade hunderte Libellen. Unser guter Leo. Ja, Gasannahme ist nicht die beste. Und wie gesagt, der Schieber, der Gaser bleibt auch manchmal ein bisschen stecken. Nice!